Blood Sugar Lounge. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Blood Sugar Lounge Diabetes Podcasts. Heute bin ich, Katharina, hier mit der lieben Lisa. Hallo Lisa. Hallo Katharina. Na? Na? Ich möchte mir fast sparen zu fragen, wie es dir geht, weil wir erstens darüber schon gerade off the record kurz gesprochen haben und zweitens, es ist immer noch Pandemie. Also ich habe keine Ahnung, wie soll es den Menschen gehen? Ich glaube tatsächlich geht es in irgendeiner Form allen Menschen gleich. Möchtest du drüber sprechen, wie es dir geht, oder überspringen wir das? Ich glaube, das können wir tatsächlich überspringen. Denn du hast es gerade sehr schön gesagt. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr vielen zumindest sehr ähnlich geht. Und ja. Ja. Deswegen, hey, was liegt näher als zu einer Zeit, wo man irgendwie eher demotiviert ist, wo man, ja, Dinge im Leben hinterfragt? Natürlich, ich finde, da könnte man mal über das Thema Disziplin reden, oder? Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, als du das Thema vorgeschlagen hast, war ich direkt Feuer und Flamme. Komisch, obwohl ich gar nicht, zumindest was den obwohl Diabetes... Obwohl ich nicht diszipliniert bin. Genau, ja. Also, was den Diabetes anbelangt, würde ich tatsächlich behaupten, ich bin jetzt nicht so die Disziplinenperson. Das ist witzig, weil ich würde das bei mir eher andersrum sagen. Und genau deswegen habe ich auch gedacht, wäre das ein ganz gutes Thema. Also, du findest, oder du würdest über dich selbst sagen, du bist prinzipiell schon ein disziplinierter Mensch, aber im Leben mit Diabetes macht das so ein bisschen Pause? Genau, ja. Also gerade was so meine Arbeit und so anbelangt und auch Sport oder so, da bin ich auch super gerne diszipliniert. Da macht mir das richtig Spaß, aber sobald es an den Diabetes geht, verliere ich jegliches Gefühl für Disziplin. Okay, spannend. Ich würde das bei mir tatsächlich andersrum sagen. Also, ich weiß nicht, wenn ich an Disziplin denke, denke ich einfach eher an so Sachen, die ich auch nicht gerne mache tatsächlich. Was so Sport, gesunde Ernährung, weiß ich nicht, irgendwelche Self-Care-Sachen, die gut wären, sich täglich eincremen, was weiß ich. Und da bin ich einfach richtig mies drin. Und oder auch sämtliche Tabletten und Vitamine oder sowas nehmen, was man halt zusätzlich nehmen müsste, was nicht zum Überleben beiträgt, aber halt gut für die Gesundheit ist. Und sowas bin ich so schlecht. Und dann rege ich mich darüber auf und mein Umfeld ist dann immer so, na ja, aber das ist bestimmt so, weil du deine ganze Disziplin im Leben mit Diabetes ja schon aufbrauchst quasi. Und ich bin immer so, ich glaube einfach, ich bin im Grunde kein sehr disziplinierter Mensch und ich finde, das ist keine schöne Aussage. Also ich wäre gerne super diszipliniert in allem. Aber am ehesten, glaube ich, bin ich es dann tatsächlich im Leben mit Diabetes. Wenn ich dann aber wiederum, wow, es wird schon wieder ein sehr Katharina-typischer Monolog, es tut mir leid, wenn ich dann dran denke, so Sachen wie Basalratentest, da finde ich dann auch schon wieder so ein, zwei Ausreden, weswegen das wohl gerade nicht möglich wäre. Deswegen. Ich dachte jetzt tatsächlich, du sagst so, aber wenn es um einen Basalratentest geht, dann bin ich voll dabei. Das hätte mich wirklich, wow. Da hätte dann hättest du die Aufnahme abgebrochen. So, ja. Katharina, das war's. Jetzt reicht's mir. Aber du hast wirklich gerade einige interessante und gute Dinge gesagt. Also ich glaube wirklich, dass man seine Disziplin an bestimmten Sachen aufbrauchen kann. Und dann ist man eben bei anderen Sachen nicht mehr so diszipliniert. Und offensichtlich sind wir beide da sehr unterschiedlich. Vielleicht brauchst du deine Disziplin wirklich am Diabetes auf. Und bei mir ist es nämlich so, ich liebe tatsächlich so Sachen wie gesunde Ernährung und Sport. Also das macht mir wirklich Spaß. Das würde ich sogar als ein Hobby irgendwie bezeichnen. Oh
Und deswegen macht es mir da auch Spaß, diszipliniert zu sein. Aber Diabetes, dafür reicht's dann nicht mehr bei mir. Ich muss das kurz sacken lassen. Okay. Was mir gerade dazu aber noch einfiel, hängen Disziplin und Geduld eigentlich in irgendeiner Form zusammen? Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, also wenn ich jetzt nur mal kurz drüber nachdenke, würde ich sagen, ja. Weil ja, ne? Du hast gerade den Basalratentest zum Beispiel angesprochen. Und wenn man sich irgendwie vornimmt, jo, ich mache jetzt heute meinen Basalratentest und dann irgendwie nach einer Stunde oder so muss man abbrechen, weil man eine Hypo hat oder das Ganze halt aus dem Ruder läuft. Und das passiert dir vielleicht so ein, zweimal hintereinander, dann ist meine Geduld halt einfach schon so am Ende, dass ich dann sage, nö, jetzt warte ich erstmal noch ein paar Wochen, bevor ich das nochmal mache. Ja, und tatsächlich würde ich das nämlich auch so sehen, zum Beispiel, wenn ich es jetzt als Disziplin bezeichne, dass ich bei einem Blut- bzw. Gewebezuckerwert von 250 jetzt nicht sage, und jetzt eine richtig echte Cola und eine Pizza. Nennen wir das einfach mal Disziplin. Für mich ist es selbstverständlich, aber in irgendeiner Form ist es vielleicht auch Disziplin. Dann na klar, denn würde ich anders handeln, hätte ich ja sofort die Antwort von meinem Körper da drauf. Hm. Verstehst du, wie ich das meine? Ja. Und wenn ich jetzt aber das auf dein Beispiel der gesunde Ernährung ist mein Hobby. Okay, es geht schon wieder. Darauf ummünze, dann ist so, ja gut, aber bis ich an mir was merke, dass gesunde Ernährung und Sport wirklich eine Veränderung bringen, dauert halt länger als eine Stunde auch. Und dann habe ich, glaube ich, schon wieder keinen Bock drauf. Also ich in meinem Leben mit Diabetes arbeite ich tatsächlich eher von Wert in Zielbereich zu Wert in Zielbereich, sofern möglich, als dass ich auf ein gutes HbA1c oder eine gute Time in Range hinarbeite. Ja. Und ich glaube tatsächlich, ich bin wahrscheinlich in langfristigen Zielen nicht so gut, weil ich sofort ein Ergebnis will. Das ist aber tatsächlich ein gutes Argument. Also würde ich so auch unterschreiben. Bei der Ernährung und dem Sport, da hat es bei mir auch wirklich Jahre gedauert, bis ich diese Geduld gelernt habe. Also das war auch nicht immer so. Da wollte ich auch sehr schnell Erfolge sehen und da ist es bei mir ja oft auch tatsächlich ins Ungesunde abgedriftet, weil ich zu ungeduldig war, das auf gesundem Weg zu machen. Deswegen, das musste ich auch lernen. Und was ich gerade noch sehr schön fand, was du gesagt hast, war, dass du von Blutzuckerzielbereichwert zu Blutzuckerzielbereichwert arbeitest und nicht auf einen langfristigen HbA1c, weil so mache ich das tatsächlich auch. Und der HbA1c profitiert davon ja im Endeffekt dann auch. Ja, also es heißt der HbA1c-Wert oder das HbA1c. Ja. Nur damit wir uns die Shownotes sparen können. Hab ich das Wert vergessen? Ja. Verdammt. Beim Schreiben mache ich es mittlerweile, aber so beim Sprechen kriege ich es noch nicht ganz hin. Ja. Jetzt habe ich vor lauter Klugscheißerei kurz vergessen, was ich sagen wollte. Naja. Tatsächlich, nämlich wenn es um Diabetes auch. Guten Morgen. Oh, wir reden über Diabetes, was? wenn es um Disziplin, das war das Wort mit D, das ich meinte, und Geduld geht, fällt mir zum Beispiel in dem Zusammenhang, den wir jetzt gerade besprochen haben, auch sofort unser geliebter Wutpolos ein, der einfach genau das aufgreift. Hm. Weil Geduld... Was? Nach 10 Minuten? Mein Blut- bzw. Gewebezuckerwert ist noch nicht jetzt deutlich runter. Dann muss wohl mehr Insulin rein. Genau, weil mehr Insulin ja bekanntlich auch schneller wirkt.
Das nicht. Wissen wir natürlich alle. Der bringt einen nicht tiefer. Nein, nein, das macht's einfach schneller. Natürlich haben wir alle so gelernt. Ja. Aber auch dieses wieder besseren Wissens handeln, das ist ja auch irgendwie eine Sache, die ich einfach sehr gut kann. Und zwar immer und immer wieder. Ja, und aber leider auch, also was heißt leider, aber halt wirklich nicht nur im Leben mit Diabetes, sondern so dieses typische, okay, ich trage jetzt aus der Küche ins Wohnzimmer alles auf einmal, beziehungsweise versuche es. Dabei gehen mir 5 Tassen kaputt, weil sie runterfallen, weil es menschlich nicht möglich war, das zu balancieren. Aber ich versuche es, bevor ich überhaupt dran denke, lieber zweimal zu gehen. Ja, 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 ja. Und so handhabe ich das dann irgendwie im Zweifel auch mit dem Diabetes. Und jetzt habe ich gerade so das Gefühl, wo war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin mit meinem Leben beim Diabetes, was, mit meinem Diabetes im Leben? Sage mal, du weißt, was ich sagen möchte. Wo ist die Disziplin nochmal? Verschwunden. Ja. Also. Wobei ich tatsächlich glaube, um nochmal auf das ewige Thema Pandemie und alles zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, wir sind einfach an einem Punkt, wo ohne das mit Studien oder irgendwas belegen zu können, würde ich sagen, 95% der Menschen ihre Disziplin bei ungefähr allem verloren haben. Weil, also ich weiß noch, im allerersten Lockdown, der ja so ziemlich genau vor einem Jahr war, war ich auch noch so, also ich hab's gehasst und es war auch alles wirklich von meinem, für meine psychische Gesundheit irgendwie schlimm, aber trotzdem war da ja auch irgendwie die Medienwelt voll von, was sie jetzt lernen können, was sie jetzt machen können, toll, 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 Selbstoptimierung, jup, jup, jup. Und in irgendeiner Form war ich noch bereit, mich damit anzufreunden. Es hat nicht geklappt, aber ich war bereit. Und inzwischen bin ich so ganz ehrlich, Leute, wir haben jetzt alle Malbücher ausgemalt. Wir können jetzt alle stricken. Und im Zweifel haben wir auch einfach einen Job, der nicht macht, dass wir mehr Zeit haben, sondern dass wir fertiger sind denn je. Es reicht einfach. Ich glaube auch, also das ist bei mir ein ganz großer Punkt. Vor einem Jahr hat man noch gedacht, ja, okay, wir haben jetzt so einen Lockdown und da kommen wir irgendwie alle durch und wir halten ein bisschen zusammen und das schaffen wir alle schon. Und ich für meinen Teil hätte nicht gedacht, dass wir exakt ein Jahr später noch an genau demselben Punkt sitzen. Und wenn man jetzt wieder hört, der nächste Lockdown, man fragt sich halt wirklich, wie soll es weitergehen? Also kommt da jemals ein Ende, denke ich mir manchmal. Ja. Und das ist so schon deprimierend irgendwie. Voll, voll. Aber ich finde auch, also ich für mich bin gerade auch einfach wieder an dem Punkt, es gibt quasi, wie man jetzt auch merkt, kein Gespräch, das so wirklich ohne Corona auskommt. Ja. Weil es irgendwie, ja, schwierig ist. Es macht schon viel mit dem alltäglichen Leben. Also es ist halt einfach anders alles. Ja. Ja. Zurück zur Disziplin. Das ist gut. Wann hast du das Gefühl, dass andere Menschen von dir Disziplin im Leben mit Diabetes erwarten? Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema. Und für mich war das von Anfang an, also ich habe ja mit 10 Jahren Diabetes bekommen, und das war wirklich von Anfang an ein Thema, was mich beschäftigt hat. Also ich habe schon mit 10 Jahren gedacht, okay, du hast jetzt Diabetes. Und die meisten Menschen, wenn sie hören Diabetes, denken irgendwie an alte, übergewichtige Menschen. Gefühlt war es damals in den 90ern sogar noch sehr viel mehr als heute. Ich finde, Aufklärungsarbeit, ja. Genau, ich wollte gerade sagen, zum Glück ist das weniger geworden. Genau. Aber da habe ich schon als Kind gedacht, boah, nee, ich muss jetzt der ganzen Welt zeigen, dass Diabetes auch anders aussehen kann. Und habe dann mit 10 schon wirklich intensiv mit Sport angefangen und auch mit Ernährung. Einfach nur, um nicht auszusehen wie ein typischer Mensch mit Diabetes. Dabei sah ich nie aus, wie man sich vielleicht damals so ein Mensch mit Typ 2 sogar vielleicht noch vorgestellt hat. Aber das hat mich schon immer irgendwie getriggert und hat
glaube ich, auch mein gesamtes Leben mit Diabetes hat sich so fortgesetzt. Also ich habe diese Ansicht bis heute nicht ganz verloren, tatsächlich. Auch wenn ich weiß, dass durch die Aufklärungsarbeit das Bild von Menschen mit Diabetes heute schon sehr viel realer und authentischer ist, würde ich mal sagen. Mhm. Aber das hat mich immer unter Druck gesetzt. Und natürlich gerade in der Pubertät fand ich, haben gerade Eltern und Ärzte viel erwartet. Da hieß es immer, wie sind die Werte? Machst du dies? Machst du jenes? Also es artete wirklich aus in Sachen, die man tun muss und die man, also ich habe es gerade in der Pubertät vielleicht manchmal auch nicht eingesehen und dachte mir so, warum muss ich das denn jetzt tun? Na klar, wegen meiner Gesundheit, aber so ganz war das Verständnis nicht immer da. Mhm. Und hast du manchmal das Gefühl, dass Menschen, also außenstehende Menschen, insbesondere einfach Menschen, die selber kein Diabetes oder auch gar keine andere chronische Erkrankung haben, manchmal irgendwie vergessen, dass man auch in irgendeiner Form noch den Spaß am Leben behalten möchte? Ja, genau das ist der Zwiespalt. Also ich wollte immer auf der einen Seite zeigen, wie gesund und sportlich und mitten im Leben man stehen kann mit Diabetes. Auf der anderen Seite wollte ich aber auch immer zeigen, so, hey, es gibt aber auch Momente, die sind echt schwer. Irgendwie dieser Zwiespalt immer zwischen, ich kann alles essen und alles machen wie jeder andere Mensch auch, aber gleichzeitig zu zeigen, hey, aber trotzdem ist das Leben mit Diabetes auch manchmal echt nicht einfach. Ja. Ja. Absolut. Mir fällt da gerade wieder die Situation aus dem Sofa-Talk, den wir nach dem Gesünder unter 7 Livestream hatten, ein, in dem die Steffi Haag und ich uns ausgiebig über Zimtschnecken auch noch unterhalten haben. Und ich finde, das ist einfach auch immer wieder so ein Beispiel, weil, also natürlich können wir, oder ich beziehe es jetzt mal nur auf mich, kann ich Zimtschnecken essen ohne Ende, und prinzipiell sind sie für mich nicht weniger ungesund als für Menschen ohne Diabetes. Mhm. Und ich liebe Essen und ich liebe auch wirklich so, ich würde es jetzt per se ungesundes Essen nennen, aber eigentlich liebe ich alles an Essen. Also man macht mich auch mit einem Linsensalat sehr glücklich. Also ich finde einfach alles, was geil gewürzt und irgendwie spannend und schön im Mund ist und so, finde ich unfassbar befriedigend einfach. Und aber gerade wenn es halt eben so um süß, fettig, ungesund geht, kann ich wirklich sehr aufdrehen und sehr glücklich sein. Und esse da dann aber im Zweifel doch mal was, was mein Blutzucker bzw. Gewebezucker schnell aus der Bahn bringt. Sagt man aus der Bahn bringt, aus der Bahn wirft, wie auch immer. Also halt wieder besseren Wissens. Mhm. Und das ist dann nämlich bei mir auch immer so ein Zwiespalt von, ja, also wenn jetzt nämlich jemand zu mir sagt, ist denn das gut, dass du isst? Dann bin ich so, ja, es ist nicht weniger gut, ob ich das esse oder ob du das isst. Richtig. Und trotzdem ist in mir so, naja, aber in, keine Ahnung, grob geschätzt 1,5 Stunden geht's mir dann halt doch nicht so gut. Ja. Und das ist genau der Zwiespalt, den ich auch meine, ja. Ja, und dann ist halt so Disziplin versus Lebensfreude, oder hat, also es ganz, also ganz runtergebrochen, natürlich bin ich nicht weniger glücklich, wenn, naja, ich wollte gerade sagen, ich bin im Leben nicht weniger glücklich, wenn ich keine Zimtschnecken mehr esse. Ich glaube, das möchte ich zurücknehmen. Aber letztendlich gesehen ist es ja wirklich ein sehr kleiner Punkt im Leben, wenn man sagt, darauf verzichtet man.
Das ist halt, keine Ahnung, wie wenn man auf irgendwas allergisch ist und das halt nicht essen kann. So. Gefühlt ja. Drehe ich mich gerade im Kopf super im Kreis. Ich habe keine Ahnung, ob irgendetwas Sinn macht, was ich sage. Aber das Beispiel, was ich halt so zu dieser Thematik auch schon öfter angebracht habe, ist Menschen, die einfach sagen, ja nee, Pizza oder Dinge, die halt viel Fett haben, zu den Kohlenhydraten noch dazu, esse ich einfach nicht. Weil es mir das nicht wert ist mit meinem Blutzucker, Gewebezuckerwert. Und da bin ich so, wow, es sind die krassesten Menschen der Welt. Also wirklich, das, was ich meine, wo ich keinerlei Disziplin habe. Also du hattest vorhin so ein schönes Beispiel, wenn der Blutzucker bei 250 ist oder so. Und ich habe mir gerade eine Pizza bestellt und denke dann so, also rein theoretisch müsstest du jetzt erst warten, bis dein Blutzucker im Zielbereich ist und dann könntest du die Pizza essen. Würde ich nie machen. Außer, als ich schwanger war. Das war wirklich, das waren die einzigen 9 Monate, wo ich nur gegessen habe, wenn mein Blutzucker im Zielbereich war. Und das waren harte 9 Monate. Und ich habe sofort nach der Geburt wieder damit aufgehört. aber das ist genau das, was du gesagt hast, dieses, also ich verzichte jetzt nicht wegen meinem Diabetes auf diese Pizza, auf die ich mich seit 2 Stunden freue. Die esse ich jetzt. Auch wenn ich weiß, dass das vielleicht gerade blutzuckertechnisch einfach nicht das Beste ist. Rein theoretisch sollte ich vielleicht warten und verzichten. Okay. Also nee, das sind bei mir tatsächlich 2 verschiedene Dinge. Also ich würde mir jetzt auch keine, Thema Zimtschnecke, können wir die Folge irgendwas mit Zimtschnecke nennen, bitte? Aber okay. Ich würde die nicht essen, wenn ich sowieso bei 180 mit Doppelfeier nach oben bin oder so. Mich schon. Ja, das ist krass. Und dafür kriegst du aber, also es ist so krass, wie unterschiedlich die Menschen sind, was ja auch gut ist. Mhm. Also total immer. Aber ich würde halt 10-mal, also sagen, ich bin 10-mal undisziplinierter in meinem Leben als du. Und dann ist sowas, wo ich so denke, huch, was ist da denn los? Ja. Also ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, ich lasse mir von meinem Diabetes nichts verbieten. Ja. Und irgendwie ziehe ich das sehr strikt durch. Auch, wie du schon sagst, auch wenn man weiß in dem Moment, das ist jetzt eigentlich nicht so gut. Ja. Und da bewundere ich wirklich Leute wie dich, die dann auch mal sagen, nee, ich warte jetzt kurz. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, dass ich warte. Ich bin gerade so, es kann nicht sein, dass ich das irgendwie anders löse als du. Aber ich glaube tatsächlich, ich tu's. Und dann ist aber natürlich auch immer, und ich glaube, das ist dann auch nochmal der Unterschied zwischen der Disziplin im Privatleben und der Disziplin im Diabetesleben, dass man irgendwas halt freiwillig macht. Also genau. So, weil gerade wenn ich halt auch ans Thema Ernährung denke, ich lebe ja seit bald 11 Jahren vegetarisch und das hat für mich quasi nichts mit Disziplin zu tun, sondern von ich will's halt nicht. So genau. Und genauso könnte ich ja sagen, ja gut, ich will halt nicht eingehen, dass mein Blutzucker jemals aus dem Zielbereich entfleucht. Ich glaube tatsächlich, das ist einer der Hauptgründe, warum viele das so schaffen. Also, du hast Germanistik studiert, ne? Ja. Das hat bestimmt auch irgendwas mit Wortlehre und so zu tun. Hat Disziplin und Willensstärke? Wie ist das so? Sonst muss ich das jetzt leider kurz nebenher googeln. Also bei einzelnen Wörtern weiß ich das natürlich nicht. Ich könnte jetzt total ausholen mit, woher die Wörter kommen. Vielleicht aus dem Althochdeutsch, bla bla. Ob sie was mit miteinander zu tun haben. Oh ja, mach das mal. Aber das müsste ich tatsächlich auch selbst googeln. Woher die Wörter stammen und ja. Hä? Okay, es ist gerade sehr, sehr schräg. Es ist gerade super schräg, weil ich habe es jetzt halt wirklich gegoogelt und es gibt auch noch sehr viele andere Suchmaschinen.
Ich habe einfach nur eingegeben Willensstärke, Disziplin, weil ich mir jetzt sagen lassen wollte, ob das irgendwie vielleicht synonym verwendet werden kann und keine Ahnung. Hätte ich jetzt gedacht. Und dann gibt es doch immer einen so einen Beitrag, der quasi gefeatured wird, den man ganz oben sieht. Ja. Und dann kommt hier 5 Tipps für mehr Disziplin und Willenskraft im Alltag. Punkt 1. Halte deinen Blutzuckerspiegel konstant. Hat Google wieder mitgehört? Und ich bin so... Wir haben vielleicht, weil du mir vorhin eine WhatsApp-Sprachnachricht damit aufgenommen hast. Ja, das ist gruselig. Von wem ist denn die Seite? Das interessiert mich jetzt. Wer featuret denn da sowas? Laufvernaht.de. Okay. Hashtag machen statt Vorsätze. Ist das jetzt gerade irgendwie Werbung, die wir machen? Naja, tatsächlich, Sport und Blutzucker hat natürlich auch dann nochmal gegebenenfalls was anderes miteinander zu tun als Diabetes und Blutzucker so. Ja, aber gesunde Menschen denn viel an ihrem Blutzucker regeln, außer ihn vielleicht allgemein ein bisschen mit Sport und Ernährung zu senken im Allgemeinen? Ich habe keine Ahnung. Jetzt geht's weiter. Es ist nicht gut, ich muss damit auch gleich aufhören. Ich kann jetzt nicht diesen Beitrag hier durchnehmen, aber ich fühle mich so schrecklich angesprochen, weil die erste Zwischenüberschrift ist, warum bist du so faul? Und ich bin so, also Entschuldigung, Handy, ich werf dich gleich aus dem Fenster. Vielleicht sollten wir mal eine Podcast-Folge aufnehmen, wo wir kuriose Internetseiten über Diabetes auseinandernehmen. Oh ja. Aber vielleicht bräuchten wir einen Arzt dabei oder so. Oder eine Ärztin. Genau, ja, Entschuldigung. Okay, halt mich mal ab. Willensstärke und Willenskraft. Ach Gott, da gibt's auch noch Unterschiede. Ja, aber das ist doch, also Stärke und Kraft, das ist doch synonym. So erlernst du Disziplin. 5 Tipps für mehr Disziplin und Willenskraft. Hast du tatsächlich schon mal so Beiträge wirklich gelesen, um deine Disziplin irgendwie zu steigern? Nee. Ich schon. Es hat nie geholfen. Es gibt doch auch diese Regel, die nicht so geht, wie ich sie jetzt vortrage. Also die Regel ist anders. Wow. Aber es gibt doch irgendwie, man muss so und so viele Tage, frag mich nicht, 100 Tage irgendwie so etwas gemacht haben, damit es zur Routine wird. Ja. Und ich glaube, also das hat natürlich auch was mit Disziplin zu tun. Und mit dem Wissen, dass das dann vielleicht wirklich, also wenn man das 100 Tage, ich glaube nicht, dass ich jemals in meinem Leben irgendetwas 100 Tage geschafft habe und es sich danach normal anfühlt. Doch, deswegen. Tatsächlich hatte ich das irgendwann auch mal gelesen und habe das 2019 umgesetzt. Mit deinem Sport. Genau. Ja, und ja. Es hat voll funktioniert. Und als ich dann schwanger wurde und das nicht mehr umsetzen konnte. Und dann war ich dann 100 Tage schwanger. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt ist auch okay. Richtig. Aber mir ging es auch erst richtig schlecht, als ich dann die ersten Wochen so dann keinen Sport mehr machen konnte und das wegfiel. Boah, das hat auch viel gemacht. Aber apropos Sport, auch wenn das jetzt nicht hundertprozentig unser Disziplinthema ist und so, wenn Menschen mir sagen, irgendwann kommen so diese Endorphine und so und man ist glücklich. Ja. Nee, Leute, nee. Was? Nicht bei Frau Weihrauch. Bei Frau Weihrauch findet das nicht statt. Ich habe da andere Gefühle und die sind weniger schön. Also bei mir ist das immer so, ich muss mich meistens zum Sport zwingen tatsächlich, loszugehen und irgendwie was zu machen. Sobald ich dabei bin, fängt es an und hinterher bin ich total Endorphin geladen. Und ich bin eher so, also wenn ich so einmal alle 10 Jahre Sport mache, dann bin ich so, oh, ich habe jetzt richtig Bock, ich mache das jetzt. Und ich bin auch so eine, dann kaufe ich mir eine hübsche Leggings und eine neue Yogamatte und so, weil ich das irgendwie ganz geil finde. Und dann bin ich da wirklich, ich schmeiße mich quasi mit einem Kopfsprung darauf und bin so, und jetzt geht's los. Und nach 5 Minuten denke ich, nee, das ist anstrengend, das mag ich doch nicht, ich habe mich getäuscht. Das mache ich aber auch,
Und dazu fällt mir ein, ich glaube, mit irgendjemandem habe ich da schon mal drüber gesprochen. Vielleicht war es sogar du das. Dass wenn man beim Diabetes so die Luft raus ist und man irgendwie keinerlei Motivation oder Disziplin aufbringen kann, dass es da manchmal hilft, die Diabetes-Accessoires einfach ein bisschen aufzuhübschen, ja, ein bisschen zu verändern oder vielleicht auch einfach mal eine neue Pumpe zu beantragen, wenn man ganz crazy drauf ist. Einfach mal zwischendurch. Leute, vor allem auch als Begründung bei der Krankenkasse, ja, dann angeben. Also irgendwie gerade so, oh, läuft nicht so. Ich hätte gerne die. Und zwar in Pink und Glitzer. Genau. Ich finde ja, das ist ein hinreichender medizinischer Grund. Ja. Ich weiß tatsächlich auch nicht, ob wir uns drüber unterhalten haben oder ich mir das angehört habe, als du mit Ramona drüber gesprochen hast oder wie auch immer. Das warst du, weil du hast erzählt, dass du deine Pens so schön beklebt hast. Genau, da wollte ich gerade wieder drauf hinaus, dass das tatsächlich auch was war. Und es macht mich halt immer noch glücklich, wenn ich die in meiner Diabetes-Kram-Kiste in der Hand habe und denke, ach Mensch, das war hübsch. Und vor allem, ich hatte mal ganz früher, und zwar noch zu den Zeiten, da hatte ich den, Gott, wie hieß der denn? Aeropen? Wie auch immer, es war auf jeden Fall die erste Generation von diesem Pen. Also es ist tatsächlich, es muss 2010 oder 2011 oder so gewesen sein, würde ich jetzt mal grob schätzen. Und da hatte ich so ein geiles Washi-Tape mit Cupcakes drauf. Mhm. Und dann habe ich einfach meinen Pen mit Cupcakes beklebt und ich war jedes Mal so glücklich, weil ich immer dachte, Ironie, witzig, ja, toll, liebe das ich. Das würde mich auch sehr glücklich machen. Und bei uns in der Community, ich weiß jetzt nicht, ob sie möchte, dass ihr Name genannt wird, deswegen lasse ich's, aber gibt es jemanden, die mich mit ihrer Diabetestasche quasi influenced hat, und die ich dann tatsächlich im normalen Einzelhandel irgendwann auch gefunden habe und mir auch gekauft habe und mich ganz doll gefreut habe, weil das ist so ein typisches, nennt man das Schlampermäppchen, ich habe keine Ahnung, sowas. Da sind halt einfach Pommes und Burger und sowas drauf. Ja. Und das gefällt mir dann gut. Ich habe gerade auch meine Diabetes-Tasche ist momentan so auch so eine Art Schlampermäppchen von meiner Lieblingsband. Das macht mich dann auch immer sehr. Muss ich jetzt raten? Foo Fighters? Nein, aber also ja, also die Foo Fighters sind schon irgendwie meine Lieblingsband, aber auch The National. Also es ist The National. Ah, okay. Und die habe ich mir gekauft, als ich mit der lieben Pep Me Up auf einem The National-Konzert war. Das war sehr schön. Ja, und das gefällt mir auch gut. Lisa, wir sind jetzt irgendwie auch zeitmäßig schon durch und auch körperlich, würde ich sagen, bin ich durch. Also meine Disziplin hält mich kaum noch am Mikro aufrecht. Ich fand es spannend tatsächlich ich auch. Irgendwie auch selbst aufschlussreich und auch manchmal gibt es ja so Dinge, wenn man sich die einmal selber bewusst gemacht hat, arbeitet das so ein bisschen in einem drin. Und tatsächlich habe ich das öfter, also nach so einer Podcast-Folge hatte ich schon das ein oder andere Mal, dass ich dann wirklich Dinge bei mir selbst hinterfragt habe und mich würde einfach mal interessieren gerade, schreibt es doch gern mal in die Kommentare, ob euch das auch schon mal so ging. Bei einer Podcast-Folge von unserem Podcast gab es da schon mal was, wo ihr gedacht habt, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, wie ich das so mache. Oh ja, das finde ich auch spannend. Vielleicht greifen wir das auch einfach Social-Media-mäßig einmal auf. Oh ja, gerne. Die Podcast-Folge kommt am 11. raus. Also stay tuned, Leute. Genau, schreibt in die Kommentare und dann sehen wir, was wir daraus machen. Cool. Sehr schön, Lisi. Dann würde ich ein kleines Tschüssi sagen. Jo. Tschüssi. Das war wirklich klein und süß. Dann mache ich es ein bisschen länger. Tschüss.